Moin Leute, mein Name ist Klaas und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euer iPhone richtig zum Fotografieren einstellt. Dies ist der erste Teil meines Formats iPhone Fotografie mit Klaas Klar. Wenn ihr euch für nützliche Technik interessiert und Lust habt auf Tutorials, Unboxings und Reviews, dann solltet ihr überlegen, ob ihr meinen Kanal nicht abonniert, um kein Video zu verpassen. Ich weiß, es ist ein etwas langweiliges Thema, aber bevor ihr gute Fotos mit eurem iPhone schießen könnt, ist es wichtig, dass ihr die richtigen Einstellungen verwendet. Ich glaube, dass jeder, der ein iPhone besitzt, von diesem Video profitieren kann. In diesem Tutorial erkläre ich euch, wie ihr die bestmögliche Qualität aus euren iPhone-Fotos herausholen könnt durch die richtigen Einstellungen. Außerdem zeige ich euch die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten eurer iPhone-Kamera-App. Die Settings funktionieren eigentlich bei jedem iPhone mit dem aktuellen Update. Es kann nur sein, dass sich Buttons und Einstellungsmöglichkeiten bei den verschiedenen Modellen an unterschiedlichen Stellen befinden. Viel Spaß beim Anschauen! Als allerersten Schritt zu den besten Einstellungen für Fotos mit dem iPhone müsst ihr die Einstellung öffnen und hier ein Stück herunterscrollen zu Einstellungen für die Kamera. An dieser Stelle befinden sich jetzt die Grundeinstellungen. Die erste Option, die ihr aktivieren solltet, ist das Raster. Habt ihr es aktiviert, hat eure Kamera jetzt dieses Gitter mit zwei horizontalen und zwei vertikalen Linien. Mit diesen Linien könnt ihr eure Bilder besser steuern und Objekte anhand der Linien ausrichten. Für die zweite wichtige Einstellung müsst ihr hier ein Stück weiter unten auf Format drücken. In dieser Einstellung gibt es jetzt zwei Optionen für das Format der Kamera. Bei High Efficiency werden Fotos in den Apple-eigenen Formaten HEIF, HEVC aufgenommen. Wir wollen unsere Fotos aber in den meistgenutzten Format aufnehmen, in JPEG. Aus diesem Grund solltet ihr hier das Format auf maximale Kompatibilität einstellen. Der Vorteil, den wir jetzt haben, ist, dass Fotos eine größere Datendichte haben und somit eine höhere Bildqualität bieten mit mehr Details als zuvor. Außerdem sind die Fotos jetzt auch mit Devices nutzbar, die nicht von Apple sind. Abschließend gehen wir zum letzten Punkt in den Einstellungen für die Kamera. Der HDR-Option. Hier solltet ihr die Option intelligente HDR für die volle Kontrolle über die Kamera deaktivieren. Nachdem wir jetzt die ganzen Einstellungen verändert haben, öffnen wir im nächsten Schritt die Kamera-App und schauen uns an, was es dort noch für Optionen gibt. Wenn wir jetzt hier die Kamera-App öffnen, sehen wir als erstes die Hilfslinien. Mit Hilfe dieser Linien können wir jetzt das Bild besser ausrichten. Die Kamera bietet hier viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die wir jetzt einmal Stück für Stück durchgehen. Auf der linken Seite haben wir hier oben die Live-Foto-Funktion. Ist der Icon gelb, ist die Funktion aktiviert. Diese Funktion nimmt ein kleines Video auf, kurz bevor ihr das Foto auslöst, bis kurz danach. Die Option macht Sinn, wenn ihr Objekte aufnehmen wollt, die sich bewegen. Ich lasse diese Option jetzt einfach mal auf an. Wenn ihr jetzt ein Foto aufnimmt, wird nicht nur ein Bild aufgenommen, sondern ganz viele Bilder. Habt ihr jetzt hier ein Foto im Live-Mode, geht ihr auf Bearbeiten und dort könnt ihr euch das Foto aussuchen, welches ihr bearbeiten wollt. Aber gehen wir wieder zurück zur Kamera-App. Als nächste Option haben wir HDR. Klickt ihr auf den HDR-Button, könnt ihr diese Option ein- oder ausschalten. Ich stelle diese Funktion jetzt mal auf ein. Wollt ihr mit dem iPhone jedoch Schnappschüsse machen, zum Beispiel bei einem Städtetrip, empfehle ich euch, den HDR-Modus zu deaktivieren, da die Fotos sonst verwackeln können, oder den automatischen Modus zu verwenden. Darunter haben wir den Night Mode, auf den ich gleich noch einmal eingehen werde. Und eins weiter unten den Blitz. Der Blitz des iPhones ist ziemlich schwach und dadurch ist es nur nutzbar, wenn sich das Objekt ziemlich nah an der Kamera befindet. Aus diesem Grund solltet ihr den Blitz ausschalten. Ist der Blitz eingeschaltet, funktioniert übrigens auch der Night Mode nicht mehr. Direkt unter dem HDR-Modus befindet sich dieser Pfeil hier in der Mitte. Drückt ihr da drauf, öffnet sich rechts ein neues Menü. In diesem Menü gibt es jetzt zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten für euer iPhone. Hier, der zweite Button mit den überlappenden Kreisen enthält eine Auswahl an Filtern, wie zum Beispiel strahlend oder dramatisch. Habt ihr einen Filter aktiviert, erscheinen auf der linken Seite die überlappenden Kreise in Rot, Grün und Blau.
Ich empfehle euch, das Foto immer ohne Filter zu machen, da man diese auch nachträglich auf die Bilder legen kann und sich Fotos mit Filtern schwieriger bearbeiten lassen. Als nächste Option haben wir den Fototimer. Hier könnt ihr zwischen 3 oder 10 Sekunden wählen, bis das Foto automatisch ausgelöst wird. Direkt darunter befindet sich das Bildformat. Ihr könnt hier zwischen den Verhältnissen 16:9, 4:3 oder Quadrat wählen. Ich belasse die Einstellung aber bei 4:3. Ihr solltet auf jeden Fall nicht die Quadrateinstellung nutzen, da ihr jedes Foto hinterher zu einem Quadrat schneiden könnt und sich so der Bildausschnitt besser steuern lässt. Danach kommt die Live-Foto-Einstellung, die wir schon besprochen haben. Und hier ist der Night Mode. Wollt ihr den Modus komplett ausschalten, müsst ihr einfach nur draufdrücken und die Zeitanzeige komplett herunterscrollen. Ich empfehle aber, den Nachtmodus auf automatisch geschaltet zu lassen. Ein kleiner Tipp: Versucht eure Hand ganz ruhig zu lassen, wenn ihr im Night Mode shootet. Oder noch besser, verwendet ein Stativ, um das Foto so wenig wie möglich zu verwackeln. Drücken wir jetzt wieder auf den Pfeil auf der linken Seite, werden uns die verschiedenen Shooting-Modi angezeigt. Gerade ist der Fotomodus ausgewählt. Das seht ihr daran, dass die Schrift gelb ist. Scrollen wir jetzt mal über den Bildschirm nach unten, indem wir einfach über ihn drüber wischen. Direkt darunter befindet sich der Videomodus. Unter dem Videomodus ist die Slow-Motion-Option, um Videos in Zeitlupe aufzunehmen. Darunter ist dann noch der Zeitraffer-Modus, der genau das Gegenteil von Slow-Mo-Optionen macht. Bewegungen werden hier sehr, sehr schnell. Gehen wir jetzt mal zurück zum Fotomodus. Direkt darüber ist die Porträteinstellung. Hiermit lassen sich tolle Porträts schießen mit einem unscharfen Hintergrund. Diese Einstellung gibt es leider nicht für alle iPhones, deshalb werde ich das wohl nochmal in einem anderen Video meiner Reihe erläutern. Als letzten Punkt gibt es noch die Möglichkeit, Panoramafotos aufzunehmen. Hierbei schneidet das iPhone mehrere Fotos aneinander, um ein Panorama zu erstellen. Habt ihr ein iPhone mit mehr als 2 Kameras, könnt ihr hier zwischen den Objektiven auswählen. Lasst ihr den Finger auf der Bildschirmoberfläche, könnt ihr nahtlos ein- und auszoomen. Möchtet ihr mit der Frontkamera eine Aufnahme machen, könnt ihr hier oben einfach auf den Wechselbutton drücken. So, das waren jetzt alle iPhone-Kamera-Einstellungsmöglichkeiten. Ich hoffe, es ist in dem Video klar geworden. Die iPhone-Kamera bietet doch viel mehr Möglichkeiten, als man auf den ersten Blick denkt. Aus diesem Grund werde ich auch noch mehr Videos zu diesem Thema machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die gerne unten in den Kommentaren stellen. Wenn ihr noch mehr Funktionen über euer iPhone lernen wollt, dann habe ich unten noch ein Tipps und Tricks Video. Ich packe es einfach mal in die Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.